Moin Mio! Moin Erik! Alles Gute zum 16. Bist du jetzt auch mal 16? Ja, danke dir. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich wählen gehen. Heute ist Wahltag. Wählen? Ja. Wählen? Also da habe ich mich jetzt noch nicht so krass mit beschäftigt. Du musst die QDH wählen, ne? Die QDH? Ich habe mich mit den Parteien noch nicht so auseinandergesetzt. Wie, du hast dich damit noch nicht auseinandergesetzt? Ja, ich weiß noch nicht, was ich wählen soll. Ja, dann weiß ich aber, was du wählst. Und zwar die QDH. Aber was ist, wenn ich die nicht wählen möchte? Du musst die wählen. Warum? Weil es so ist. Das ist jetzt so. Oder, pass auf, ich zeig dir jetzt dieses Bild. Ich würde es absolut ins Internet stellen sonst. Welches Bild? Das Bild. Oh mein Gott! Das Bild. So was kannst du doch nicht machen. Das werde ich tun. Und jetzt komm. Junge, woher hast du dieses Bild? Ich habe meine Quellen. Das gibt's nicht. Und warum? Warum musst du mich jetzt dazu zwingen? Mindestgröße 1,90. Jogginghosen sind auch verboten. Digga, ich hab keinen Bock mehr. Ja, jetzt sind wir aber gleich da. Ich hab wirklich so keinen Bock mehr. Kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Egal, mach's jetzt. Ey, Digga, euch wünsche ich auch viel Glück. Was soll das denn jetzt heißen? Okay. Mindestgröße 1,90. Was? Und keine Jogginghose. Du bist aber nicht 1,90, oder? Ganz knapp darunter. Oh. Das gibt's jetzt nicht. Dann sind wir den ganzen Weg umsonst gelaufen. Ne? Das ist ja schade, da kann ich leider nicht wählen. Tja, hast du fertig. Wahrscheinlich würde ich mitwählen müssen, ne? Darf man das überhaupt? Also hier im Wahlkreis 96 dürfen Sie das aber. Aha, und wie geht das dann? Also eigentlich bräuchte ich einen Zettel von Ihrem Wahlergebnis, aber das mit dem unmittelbar ist uns wirklich egal. Aha. Also, Sie können sich schon verpissen mit Ihrer Sonnenhose und Ihrer Größe und wie du mit ihr reintritt. Ja, okay, das ist natürlich nett. Ich wähle dann das, was er halt auch wählt, ne? Ja, das ist gut. Oh, wir sind eine Trinkflasche. Ja, dann gehe ich jetzt wieder nach Hause, ne? Ja, schön. Ja. So, jetzt sind wir angekommen. Ja, hatten wir eben schon. Sie können für Ihren Freund wählen, was Sie wollen, bitteschön. So, und dann, Dankeschön. Die Wahlen sind besetzt und setzen Sie sich bitte dahin, okay? Auf die? Ja, ja. Ja, okay. Dann wähle ich das tun. So, ich bin fertig. Jo, alles klar, dann dürfen Sie da bitte Ihren Wahlzettel rein. Dankeschön. Jo, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Jo, ciao. So, mir ist gerade langweilig, was finden Sie denn da? Müssen Sie hier gucken, was ich will? Ja, alles gut, im 619 nehmen wir das nicht so eng. Oh ja, das wird meiner Frau sehr gefallen, ja. Gute Wahl. Wir sehen uns gleich, ne? Viel Spaß noch. Ich bin dann gleich fertig. Ja, bitte. Sind Sie fertig? Ich bin fertig. Jo, alles klar, sehr gut. Haben Sie gute Wahl drauf? Habe ich mir auch geschrieben? Okay. Ja, gerne. Okay. Hier bitte einmal. Jo, das werde ich tun. Ich mache nochmal kurz das Ding dann richtig, ne? Ja, alles gut, ja. So, freut mich, dass Sie teilgenommen haben. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Wir sehen uns. Ach, wie kann man das denn wählen? Hab ich mir auch schon gedacht. Danke, okay, so scheiße. Ah ja, das habe ich mir auch geschrieben. Das ist der von Herrn Steh vom letzten Mal. Den werde ich doppelt. Sehr gute Stimme. Ey, kannst du für mich auch noch eine Stimme rausschreiben? So. Ja, das machen wir auf dem nächsten Jahr. Okay, alles klar. Weil meine kleine Schwester hat da auch noch die Kleinen zum Wählen. Und ja, sie wollen mir natürlich nicht ausschließen. Ja, nee, wenn die Richtigen wählen, dann kann man die auch mal doppelt so machen. Ja. Moin Mio! Moin Erik, wie war's? Es war sehr, sehr anders, sehr komisch. Ja, das dachte ich mir, der kam mir am Anfang auch schon sehr suspekt vor. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, hätte er meine Stimme nicht gemocht, ne, dann hätte die Stimme halt einfach nicht gezählt. Was für ein Vogel. Es war, also stand echt alles auf dem Kopf. Abschließend kann man sagen, dass wir deutlich bessere Wahlbedingungen haben und wir deshalb unsere Chance nutzen sollen, zu wählen und mitzubestimmen.